Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Vor kurzem habe ich zusammen mit Oliver Kells die Musik für einige amerikanische Spielfilme geschrieben, beziehungsweise für die europäische Fassung. Und heute zeige ich, wie die Musik zu einer Spannungssequenz komponiert wurde für den Film Jonathan. Den kann man mittlerweile auch auf Amazon sehen. Es geht um einen jungen Typen, der schizophren ist, beziehungsweise in ihm wohnen zwei Persönlichkeiten, die abhängig von der Tagesform in Erscheinung treten. Und das ist hier eine der letzten Szenen. Das Bildmaterial kann ich jetzt nicht zeigen, auch nicht Dialog und Effekte. Deswegen gehe ich die Szene einfach mal kurz durch und sage, was da passiert. Und dann hören wir uns natürlich die Musik an. Jonathan ist auf einer Straße und merkt, das kann so nicht weitergehen. Mein zweites Ich oder mein böserer Bruder kriegt immer mehr die Überhand. Und dann ist er auf einer Straße, fängt an loszulaufen. Da ist die Musik immer noch sehr, sehr ruhig. Er rennt nach Hause, legt sich Handfesseln an, damit einfach dann, wenn sein böses Ich da ist, ja, nichts machen kann. Der Plan geht aber schief und auf einmal steht er in seinem eigenen Zimmer mit einem Hammer in der Hand und das ganze Zimmer ist kurz und klein geschlagen. Und da merkt er, okay, ich muss rabiater werden, ich muss andere Mittel anwenden, rennt los und auf einmal findet er sich auf dem Dach des Hauses wieder, weiß also gar nicht, wie er da hingekommen ist, rennt zur Tür, um wieder nach unten zu rennen, rennt in sein Zimmer, sieht man nur ganz kurz, er will sich wieder die Handschellen anlegen, zack, der nächste Flashback oder wie auch immer man das nennen kann, das geht ja nicht zurück, sondern er hat wieder einen Aussetzer, er ist schon wieder auf dem Dach. Und jetzt ist er auf einmal auch näher am Rand des Hauses. Er rennt wieder zurück, öffnet die Tür, möchte wieder nach unten und sofort, er ist wieder auf dem Dach. Also er hat das Gefühl, er kommt nicht gegen sein böseres Ich an. Jetzt kommt der nächste Part. Er findet eine Glasscherbe und schnitzt sich hinter dem Ohr eine Wunde, damit er ein Gerät, was da eingebaut ist, rausnehmen kann, was ihm eigentlich helfen soll, aber anscheinend überhaupt nicht hilft. Und dieses Gerät reißt er sich raus. Ist ein bisschen eklig, das ist jetzt kein Horrorfilm, das sieht nachher aus wie eine Mischung aus Gerät und Wurm, was er sich da rauszieht. Ja, und dann liegt er auf dem Boden und wir haben eine Blende in das Krankenhaus, er liegt da und wacht langsam auf. Okay, so, genug erzählt, erstmal hören wir uns mal die Szene an. Thank you.
Ja, ich hoffe, dass du durch die Musik ein paar Bilder im Kopf hattest und wir können hier in dem Arrangements ganz gut sehen, wie das Ganze aufgeteilt ist. Im Prinzip sind es drei Teile, auch wenn es hier, nee, vier, auch wenn es fast aussieht wie fünf. Also wir haben zuerst den Anfang, der sehr ruhig ist. Der ist immer noch sehr sphärisch, da gucken wir gleich rein. Dann kommt der nächste Part, wo wir jetzt ein bisschen mehr Puls haben. Das ist die Szene, wo er immer wieder auf das Dach geht und sich wundert, was das Ganze soll. Dann haben wir die Szene, wo er sich die Wunde reinschnitzt und das Gerät hinter dem Ohr hervorholt. Und am Schluss die Szene im Krankenhaus. Ja, und wir gehen jetzt mal ein bisschen die einzelnen Sounds durch. Wir fangen mal an mit den drei Schlägen. Die kommen ziemlich am Anfang und die betonen immer die Schwarzblenden, wenn er sich mal wieder selbst verloren hat. Es gibt noch viel, viel mehr Schwarzblenden, die alle zu betonen. Das würde irgendwann keinen Sinn mehr machen, zumal es in diesem Film ja auch noch Soundeffekte gibt. An diesen Stellen gibt es eigentlich so gut wie keinen Dialog. Und deswegen sind nur drei von diesen Schwarzblenden hier vertont worden. Und die zeige ich mal alle drei. Ah, nur die Hits. Also man hört, die sind jetzt auch nicht wirklich alle gleich. Das ist ein Layer aus zwei verschiedenen Sounds. Der erste Sound ist wirklich jedes Mal gleich. Das ist der hier. Und im Original klingt der Sound so. Dann wurde anschließend noch das Edge Delay von Waves draufgepackt. Und der Fab-Filter von Simplon nutze ich total gerne, weil er sich einfach zu bedienen lässt. Welchen Filter ich auch gerne nehme, das ist von Arturia der Mini-Filter oder das Mini-Filter. Klingt für mich manchmal zu fett. So fett wollte ich es gar nicht haben. Deswegen hier im Minifilter. So klingt es jetzt. Ja, und dann kommen jetzt die drei verschiedenen zusätzlichen Sounds noch dazu. Und das klingt dann insgesamt so. Das sind die Bässe. Jetzt haben wir hier zwei Pads. Die kommen beide aus Omnisphere. Und ich liebe die ganzen Sounds von Matt Boulder. The Unfinished hat auch vor kurzem die Sounds gemacht für Dune. Ich glaube auch für James Bond, den aktuellen No Time to Die. Und ja, in dem Fall waren das Sounds aus Ferox. Zwei verschiedene. Der erste Sound klingt so. Und den zweiten spiele ich auch mal an. Das ist der Sound Jakobus. Und wir lassen mal die Sounds, diese beiden Pads mal kurz alleine ablaufen.
Und damit da so ein bisschen Leben in die Bude kommt, habe ich einfach bei dem Sound Jakobus ein ganz kleines bisschen Pitchbending gemacht. Und ich glaube, das war eine Oktave höher. Dann kommen wir immer noch zu der gleichen Sequenz. Allerdings kommen jetzt andere Sounds ins Spiel. Jetzt kommen noch drei Sounds hinzu und das ist wieder ein Sound aus Omnisphere. Den Sound, den habe ich ein bisschen angedreht, im Original klingt er so. Dann kam hier nochmal der Bitcoscher drauf von Steinberg, den ich echt gerne nehme. Da klingt das Ganze noch ein bisschen dreckiger. Das ist jetzt die Szene, wo er in dem Raum steht und auf einmal alles kurz und klein geschlagen ist und er nicht genau weiß, wie ist denn das jetzt passiert. Kennt man ja, ne? Dann haben wir einen weiteren Sound. Der kommt aus Signal von Output, einfach um dem Ganzen noch eine gewisse Unruhe zu geben, aber der ist relativ unscheinbar, sehr weit im Hintergrund in der ganzen Mischung. Und dann kommt noch ein Sound hinzu. Gucken wir mal, woher der kommt. Der kommt aus Orbit. Das ist eine Sound Library von Jeff Rohner. Und der gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Unruhe und führt dann gleich zu der Action- oder Spannungssequenz hin. Jetzt haben wir die Szene, wo er auf dem Dach ist und wir fangen mal mit dem Bass an. Der kommt aus Omnisphere und klingt so. Und im Original klingt der so. Ich mach mal den Hall aus, den wir noch drauf haben. Dann kommt von Soundtoys der Decapitator dazu. Danach kommen von Base Vitamin. Lustigerweise habe ich den als so eine Art Filter missbraucht. Ich habe nämlich die Höhen hier nach unten gezogen. Eigentlich wird Vitamin ja dazu benutzt, um so eine Art Exciter-Funktion zu haben, dass ich ein paar Frequenzen nochmal reindrehen kann. Das gleiche bei den Bässen oder ähnliches. Hier habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe einfach die hohen Frequenzbänder, die ersten drei, komplett nach unten gezogen. Und das vorletzte auch noch ein bisschen und das andere, das habe ich dann übrig gelassen. So klingt das dann.
Und dann kommt noch ein bisschen Räumlichkeit drauf mit dem Homeworks von Steinberg. Und ganz am Schluss noch ein bisschen Black Hole Hall. Moment. Ach, war schon an. Okay, nochmal. Ja, und jetzt kommen die Streicher. Da gibt es insgesamt 4 verschiedene Tracks. Die doppeln sich aber. Also am Anfang spielen 2 Tracks, die dasselbe spielen, und danach kommen nochmal welche hinzu. Das wiederholt sich auch wirklich, und in dem Fall sind das die Spitfire Chamber Strings und das Ensemble Short Spiccato. Die sind auch wunderbar trocken und haben aber genug Raumanteil. Und dann kommt noch hinzu das Cello. Auf dem Cello, da ist auch ein bisschen Decapitator drauf, damit das Ganze noch ein Ticken bissiger ist. So klingt's ohne. Einfach noch für ein bisschen mehr Sharpness. Und die zweiten Strings, die wir jetzt gehört haben, das Cello, das kommt von LA Scoring Strings. Die sind etwas trockener, passt deswegen wunderbar, sodass die Strings von Spitfire Audio noch ein bisschen mehr Punch kriegen. Ab dem Part, da kommt dann die Bratsche hinzu. Da haben wir 2 Bratschen. Beziehungsweise zuerst kommt eine Bratsche hinzu und dann kommt sie nochmal hinzu. Einfach noch ein bisschen fetter wird. Das ist genau dasselbe, was das Cello davor gespielt hat, nur ein bisschen höher. Und hier ist doch ein bisschen Processing auf der Bratsche. So klingt die im Original. Die kriegt noch ein ganz kleines bisschen Raum durch den Altiverb. Damit die noch ein ganz kleines bisschen mehr räumlicher wirkt. Dann kommt Magneto hinzu von Steinberg. Und durch High Frequency Adjuster werden aber noch ein paar Höhen reingedreht. Aber eben nur ein bisschen. Dann kommt noch mehr Schmutz durch den Radiator von Soundtoys, da habe ich die Höhe noch ein bisschen reingedreht und den Input, den Output war gleichzeitig wieder nach unten gedreht. Und am Schluss kommt noch ein bisschen OTT drauf. Ja, und das sind alles sehr minimale Veränderungen. Und jetzt schalte ich mal alle 4 Effekte aus und dann gleichzeitig wieder an. Gibt dem Ganzen doch schon ein bisschen mehr Punch. Ja, ist ein bisschen lauter, aber gibt auch mehr Punch. Und dann kommt am Schluss nochmal die Bratsche hinzu. Und das ist nicht nur die Bratsche,
sondern auch noch eine Oktave höher. Das sind dann die Strings aus Metropolis Arc 1. High Spiccato direkt mit einer Oktave. Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo er sich das ganze Ding rausschneidet aus dem Ohr. Und wir fangen mal hier mit dem Synth-Sound an. Den Sound habe ich auch Bloody Hand genannt. Und als erstes nehmen wir mal den Hall weg und hören uns das Ganze ohne die Insert-Effekte an. Ja, wo kommt der Sound her? Der kommt von Output aus Signal. Und ja, der macht in dem Fall dieses Pitch-Bending nach oben, nach unten, macht der wirklich von alleine, was man hier alles wirklich wunderbar anpassen kann. Und jetzt kommen wieder ein paar Effekte drauf. Zuerst haben wir den Decapitator. Der macht noch ein bisschen mehr Schmutz, der wird aber gleich wieder weggezogen. Als nächstes haben wir von UAD die Studer A800, damit noch ein bisschen mehr Bass reinkommt. Dann haben wir den Pultec EQ. Der hat auch nochmal unten ein bisschen Schub bekommen. Und am Schluss, damit der Schub auch wirklich wirkt, der Simplon. Man hört, wie der Simplon-Filter sich langsam öffnet. Und da ist zwar schon ein Hall drauf, aber da kommt jetzt mal Black Hole drauf. Dann haben wir zur Steigerung der Dramaturgie noch Streicher. Richtig fies, ne? So, der Sound, der wurde auch wieder angedickt mit dem Decapitator. Mein Gott, wie oft habe ich den hier? Dann ist auch hier wieder ganz leicht ein Filter drauf. Aber der wichtigste Effekt ist der Soundshifter von Waves, mit dem das Signal einfach ganz langsam nach oben gezogen wird über die Automation hier. Und dann gibt es noch ein zweites Streicher-Patch. Das macht auch ein bisschen Pitch-Shifting, aber nicht ganz so extrem. Das sind von LA's Gone Strings die Aleatheric Tremolo Violins. Und dann gibt es hier die Pitch-Control. Und die habe ich einfach auf den Controller gelegt und damit ein bisschen rumgespielt. Das Gemeine ist, dass die Streicher eben nicht dasselbe Pitch-Bending haben, sondern unterschiedlich.
Und dann haben wir hier noch einen Synth-Sound. Der ist einfach nur wirklich sehr, sehr sphärisch. Auch da wieder Decapitator und Simplon drauf, weil der wirklich ein paar sehr, sehr fiese Frequenzen hatte. Und dann haben wir hier noch zwei Deep Booms. Und wenn er im Krankenhaus ist, dann gibt es zwei Pads, die hier laufen. Beide auch wieder vom Omnisphere. Und auch hier kann man wieder wunderbar mit dem Modfil rumspielen und nochmal beide Klänge zusammen. Ja, und dann würde ich noch mal sagen, zum Schluss nochmal die komplette Szene mit allem. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Oben rechts kannst du sehen, wie ich die Musik für einen Planetarium-Trailer komponiere. Oben links, wie ich mit einem Cello-Sounddesign auch für eine Planetarium-Show mache. Und nicht verpassen, bis zum 30.09. kannst du noch mit 25% Ermäßigung den Orchester-Guide kaufen. Das Tool, das dir hilft, dein Orchester-Template in die perfekte Balance zu kriegen. Den Link findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!